Genau, Vamos ist eine Kampfansage. Es geht darum, dass ziemlich viele Freiräume in Berlin bedroht waren und immer noch sind. Und mit Freiräumen meine ich jetzt zum Beispiel ehemals besetzte Häuser, einfach Orte, wo man billig sein Bierchen trinken kann und wo es keinen Dresscode gibt, wo man nicht an der Tür aussortiert wird, wo man selber Partys machen kann. Zum Beispiel Soli-Partys. Angenommen irgendwas, man braucht... Ja, zum Beispiel Köpi, genau. Angenommen irgendwie, man braucht Geld für irgendein Projekt, sagt man, okay, kann ich hier eine Party machen? Köpi ist halt jetzt das größte, bekannteste in Berlin. Also es gibt halt auch noch viele kleine so. Riga-Straße, Wagenplatz, Schwarzer Kanal und so. Und genau, und Vamos haben wir halt gemacht, so, um zu sagen, komm, lass mal losgehen, lass mal für die Freiräume kämpfen, lass mal auf die Straße gehen. Und genau, ist halt eher so ein Action-Track. Ja. Und es, ist halt, es gibt halt sehr viel Juppisierung, Umstrukturierung in Berlin. Alles wird teurer, es gibt viele Schickimicki-Läden, ganz Mitte ist Schickimicki, Kreuzberg auch mittlerweile, Mieten sind teuer. Deswegen wohnen sie jetzt alle in Neukölln und Wedding so. Die ganzen Atzen so und genau. Und vielleicht kannst du noch. Ja, nee, also das wollte ich auch sagen. Es ist viel Umstrukturierung. Berlin ist halt krass am Kommen. Also schon die letzten Jahre, aber jetzt spürt man es wirklich so. Man kann sich kaum noch die Wohnungen leisten. Es wird alles schicker. Und umso wichtiger sind diese Freiräume, diese Projekte, wo man auch wirklich subversive Kulturen noch unterstützt. Also wir bewegen uns mit der Mucke ganz oft in diesen in dieser Ecke und fühlen uns da sehr wohl und finden es cool, dass sowas existiert und dieser Track ist, dass es weiter existieren soll, neu erkämpft werden sollen und dann ja, sind wir ein Stück glücklicher auf jeden Fall. Genau, und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass diese Freiräume machen auch halt politische Sachen und das sind halt auch meistens Orte, wo es kein, oder wo versucht wird, Rassismus, Sexismus, Homophobie, was weiß ich, zu verhindern in zwischenmenschlichen Kontakt und das ist auch total wichtig, weil wenn man sonst weggeht irgendwie abends, dann wird man oft mit solchen Sachen konfrontiert und dann ist es schön zu wissen, dass man einen Ort hat, wo man sich wohlfühlen kann, wo man nicht blöde angemacht, angegrapscht, was weiß ich, wird und ja. Gut. Ja. Dann haut ab drin. Geht's. Dann stehen wir mal auf für den Track, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Geh, Fulano. Ne, der Nächste. Das war noch okay. Eine schöne Erinnerung an den vorherigen Song. Okay. Ein bisschen lauter, wie Beat, geht es? Ich verpasse mal meinen Einsatz, deswegen... Mach dir das Signal, ja? Ja. Vamos, vamos. Der Beat lauter. Das ist unsere Köpi, unsere Stadt. Hier kriegt sie nicht Platte und die Räumung findet höchstens mal ihren feuchten Träumen statt. Die Wichser alles um mich rum, hier wird von Tag zu Tag perverser. Mein Berufswunsch Terroristin macht sich wieder mal bemerkbar. Ich bin nicht angepisst, weil es das Wort nicht wirklich trifft. Ich bin nicht unzufrieden, wütend oder aufgebracht. Ich hab Gewalt, Fantasien, ich träum aggressiv und bin heute Morgen Amok laufend aufgewacht. Ich bin ein störender Faktor und ein Problem, manchmal auch unangenehm. Ihr wollt die Köpi haben, nicht mit mir der Spee, Flammen sehen. Solange die Verhältnisse bestehen und sie uns reinpusht, mach ich Action gegen euch, weil es einfach sein muss. Eure Polizeipräsenz macht auf mich keinen Eindruck. Für alle gekauft und jeder dem Einsatzleiter einlutscht. Unsere Strukturen sind echt, wir haben uns bewusst entschieden so zu leben. Es kann kein Frieden geben, lass uns zusammen auf die Straße gehen. Lass uns zusammen auf die Straße gehen. Ich will uns alle draußen auf der Straße sehen. Ich will uns alle draußen auf der fucking Straße sehen. Auf der Straße sehen, auf der Straße sehen. Stell dich in die besetzten Häuser und alles andere, was Möglichkeiten bietet, kommerziellen Rahmen entgegenzuwirken. Es gibt genug Scheiß, die an Ego formen, das keiner will, aber an das man sich leicht gewöhnt. Ich laufe mit Verstand für die Sachen, die uns bewegen. Sieger Nutz! Auch wenn sie alles wegnehmen. Sieger Nutz! In diesen alten Gebäuden haben wir gelernt, Kultur zu machen, baufällig. Ab da drin werden neue solide Ideen geschaffen. Deren wer die Bank des Frauen nicht kennt, der Mann sowieso nicht. Denn die Kraft des Geldes noch im Glaubsen, ja tun nicht. Ich mach's untauglich. Diese Rolle überlassen wir den Radios und Fernsehen. Ich bin hier, um was Sinnvolles zu behalten. Darum greif ich an. Zuerst mit meinen Gedanken, dann mit meiner bloßen Präsenz. Es gibt nicht um Wertpapiere, sondern um meine tiefere Essenz. Nämlich die Fähigkeit, frei zu denken, frei zu schaffen, frei zu handeln. Soweit es geht, ihr seid herzlich eingeladen. Vamo, vamo. Es ist direkt vor deiner Nase. Wer steht auf? Läuft bergauf, kriegt es aus auf der Straße. Vamo, vamo, vamo. Weiter, wo sind meine Fighter? Es ist direkt vor deiner Nase, wer steht auf? Läuft bergauf, kriegt es aus auf der Straße. Vamo, vamo, vamo. Weiter, wo sind meine Fighter? Eins, zwei, drei, vier.
hier. Viva la Liga frei, lässt sich nicht in die Wirtschaft ein. Viva kommen, rennt der Tonnen, damit sie spulen, das kann nicht rein. Du kannst auf die Straße rauschen, renoviert sein Hegelack. Verkauft es fast die alte Stadt und ich frag mich. Investoren, Spekulanten, Systemrepräsentanten, Strohmänner mit Krawatten und ein Scheck von großen Banken. Bezahlung plus Beamte, Marionetten, die so handeln wie ein Poker. Militante Banden, mit Gedanken ständig unterwegs, immer mit dem Auge offen. Ich appelliere nicht im Bundestag an die Genossen. Ihr seid alle drin verwickelt, Alter, und das enttäuscht mich. Ich sag's laut und deutlich, wir sind nicht käuflich. Der Kultur kaputt gemacht, so viele Projekte sind gerollt. Wir haben Paläste aufgebaut, überwacht und eingezäunt. Wir sind nicht der gute Volk, wir nehmen uns einfach, weil so zusteht. Autonomie, fuck Polizier, wir sind alle unter Kruse. Vamos, vamos, es ist direkt vor deiner Nase, wer steht auf? Läuft bergauf, legt es auf der Straße. Vamos, 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 mein Tabu sind meine Fighter. Verteidigt unsere Räume, Projekte und die Plätze, vernetzen gegen wirtschaftlich beeinflusste Gesetze. Verteidigt unsere Räume, Projekte und die Plätze, vernetzen gegen wirtschaftlich beeinflusste Gesetze. Dankeschön. Auf jeden Fall. Kameraleute. Fetter Applaus. Das war Kampfansage. Ich nehme jetzt eure Mics dich weg. Es war gerade nur eine völlig unkontrollierte. Ja, ich dachte, weil ich habe gerade. Das gerade so. Ich war total noch im Lied. Super, hat mich gefreut, dass ihr hier da wart. Merkt, kriegt ihr schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten jetzt weg. Voll nett, dass du uns eingeladen hast, auf jeden Fall. Das ist ziemlich cool. Oh, na ja, komm. super. Ich hab mich gefreut. Cool. Auch wenn das jetzt so kaltherzig rüberkommt und sich auch nicht so schön anfühlt in meinem Bauch, dass ihr jetzt gehen müsst. Ihr könnt gerne bleiben. Auf jeden Fall. Bierchen. Wir haben keinen Bock. Ciao, Mann. Außen. So, siehst du? Nein, ja. Wir wollen das so. Jetzt verraten wir einen. Wir kennen uns schon 10 Jahre. Digga, Alter. Danke dir. Mach's gut. Ich weiß, Ulano. Das, was ich weiß, also das rein, weiß. Alter. So, Applaus von der Couch zu Hause für Connexion Musikal. Kai. Oh, jetzt auch mit Ton. Geht's dir gut, Kai? Wunderbar. Wölf. Ja. Bist noch da? Ich bin noch da. Okay.